Hallo, herzlich willkommen zu Echtzeit. Hier ist Jörg Dechert und hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein neues Jahr hat begonnen und irgendwie ist für uns alle logisch, wenn man etwas Neues beginnt, ja, da brauchen wir Mut, da brauchen wir Zuversicht, da gilt es, eine Hürde zu überwinden. Und gleichzeitig schleppen wir alle, denke ich, auch viele alte Dinge mit aus dem alten Jahr ins neue Jahr. Da ist Corona, da sind alte Probleme, da bin ich selbst, der ich mich mitnehmen muss. Und ich glaube, auch dafür braucht es Mut, auch dafür können wir Hoffnung und Zuversicht gebrauchen. Da ist so viel Unvollkommenes, Unfertiges, da sind so viele Baustellen in meinem Leben, in denen ich mir wünschte, sie würden irgendwie besser werden oder sie wären irgendwann mal fertig. Kennst du das? Was sind so die Baustellen in deinem Leben? Vielleicht in der Persönlichkeit oder in dem, was du gerade einübst, trainierst, lernen möchtest, was du überwinden möchtest. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, jeder von uns, du und ich, wir haben da so unsere Baustellen. Und manchmal finde ich, können diese Baustellen manchmal richtig zäh sein, oder? Wenn es einfach unvollkommen bleibt, unfertig bleibt und wir uns da so durchquälen manchmal. Und ich zumindest, ich brauche dafür Hoffnung, Mut und Zuversicht und du ja vielleicht auch. Und die möchte ich heute gerne dir mitgeben anhand einer kleinen Geschichte aus dem Neuen Testament. Und ich nehme dich mal da mit rein. Das passiert im Philipperbrief im Neuen Testament in Kapitel 1, Vers 6. Da schreibt der Apostel Paulus, man könnte sagen, er ist Handwerker und Theologe und so ein Unternehmertyp, so eine Art Start-up-Gründer. Er hat ganz viele christliche Gemeinden gegründet, unter anderem auch in dieser griechischen Stadt Philippi. Und er hat Leuten den christlichen Glauben vermittelt und zum Gottvertrauen ermutigt. Und er mochte diese Leute sehr, also zum Beispiel die in Philippi. Er mochte die sehr, aber er konnte sie nicht besuchen. Das ist der Hintergrund von diesem Brief, denn er saß im Knast. Nicht, weil er was ausgefressen hatte, sondern wegen seines Glaubens, weil die Machthaber um ihn herum nicht leiden konnten, dass er Gott vertraut, an einem unsichtbaren Gott festhält und sein Leben an ihm ausrichtet. Das kennen wir hier in Deutschland so nicht, aber es gibt auch heute noch Länder in der ganzen Welt, wo Christen oder andere wegen ihres Glaubens eingesperrt werden. Also so war das auch damals bei Paulus. Und auch die Leute in Philippi, denen der Paulus diesen Brief geschrieben hat, die waren auch unter Druck. Die hatten erst vor kurzem angefangen, Gott zu vertrauen, als Christen zu leben. Und die hatten auch so viele Probleme, so viele Baustellen in ihrem Leben, so viel Unvollkommenes, Unfertiges. Und was sollte nun aus ihnen werden, wo Paulus im Knast saß? Woher sollten sie ihre Zuversicht nehmen, weiterzugehen und weiterzuleben? Also, ich weiß nicht, wie deine persönliche Situation ist, aber vielleicht kannst du das im Moment so ein bisschen nachempfinden, dass du sagst, ja, ich hab zaghaft Gott Vertrauen entgegengebracht und dann stellen sich in meinem Leben plötzlich, muss ich mich diesen Realitäten stellen, dem Unfertigen, dem Unvollkommenen. Da tauchen so viele Baustellen auf und ich frage mich, Gott, wo bist du eigentlich in all denen? Und wann wird das endlich mal besser? Und wird das irgendwann auch mal aufhören? Wird das irgendwann auch mal fertig sein? Wie kann das alles gut werden? Also das waren die Fragen auch der Leute in Philippi. Und Paulus hat ihnen per Brief geantwortet. Aus dem Knast schauen wir rein, Philipper 1, Vers 6. Zwei Sätze. Der erste Satz, den Paulus schreibt, heißt: Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird. Also, wer hat denn all das angefangen in eurem Leben, das Glauben und das Vertrauen und das Hoffen und das Unterwegssein? Vielleicht denkt ihr, liebe Leute in Philippi, ich, Paulus, wäre das gewesen, weil ich euch den christlichen Glauben mal irgendwann vermittelt habe. Vielleicht denkt ihr, ihr selbst wäre das gewesen, weil ihr irgendwann mal die Entscheidung getroffen habt, ja, ich möchte als Christ leben, ich möchte Jesus vertrauen. Beides ist auch richtig, aber beides ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, Gott selbst ist der aktive Part in eurer geistlichen Reise. Gott ist der Autor eures Lebens. Er hat euch geholfen, hinzuhören und zu vertrauen und zu glauben. Und jetzt kommt die gute Nachricht von Paulus an dieser Stelle. Gott hilft euch auch heute noch und wird das auch weiter tun. Und das möchte ich dir gerne mitgeben, so als Mutmacher an dieser Stelle, zu Beginn dieses neuen Jahres. Egal in welchem Maß du Gott auch vertraust, ganz wenig oder vielleicht auch ganz viel, Gott ist der dieses Vertrauen in dich hineingepflanzt hat. Gott ist der das in dir angefangen hat. Und Gott ist in deinen Baustellen aktiv am Werk. Und er hat nicht die Absicht, damit aufzuhören, dich jetzt im Stich zu lassen. Er geht mit dir weiter durch deine Baustellen, durch auf deiner geistlichen Reise. Bis wohin geht er weiter? Bis wohin geht er mit? Schauen wir nochmal auf das, was Paulus im zweiten Satz schreibt. Also, Gott ist der dieses Werk in euch weiterführen wird. Und jetzt? Und
bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist die christliche Hoffnung. Und das kann deine und meine Hoffnung sein, wenn du Gott vertraust. Gott gibt dich nicht auf. Gott ist an dir am Werk und er wird damit fertig werden. Alles Unvollkommene und Unfertige wird eines Tages vollkommen und fertig sein. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber Gott ist dran. Also Paulus schreibt hier davon, dass Jesus irgendwann mal ein zweites Mal sichtbar auf diese Welt, auf diese Erde kommen wird. Aber ich glaube, das ist ein Thema mal für eine andere Echtzeitfolge. Für heute ist wichtig, eines Tages wird deine Reise auf dieser Welt in diesem Leben beendet sein. Eines Tages werden wir sterben und unser Gottvertrauen, das, was wir an Gottvertrauen haben, das wird einfach weitergehen über den Tod hinaus und wir werden in Gottes Wirklichkeit eintauchen. Und dann wird Gott zum Abschluss gebracht haben, was heute, hier und jetzt oft noch so unvollkommen und unfertig ist und Baustelle ist. Dann wird Gott zum Abschluss gebracht haben, was er in denen begonnen hat, die ihm vertrauen. Und meine Frage an dich ist, was ist das bei dir im Moment? Was ist bei dir im Moment unvollkommen und unfertig und Baustelle, wo du dir wünschst, Gott mehr vertrauen zu können, dass er dran ist und dass er damit fertig und zu einem guten Abschluss kommen wird? Und ich möchte dir das nochmal mitgeben und zusprechen, wenn du Gott vertraust. Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in deinem Leben begonnen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also, wenn du dich einklinken möchtest in diese Hoffnung, in diese Zuversicht, wenn du so viel Vertrauen Gott entgegenbringen möchtest für diese Geschichte, dann bete doch mit mir. Und wie immer bei Echtzeit, kling dich in deinen Gedanken ein in die Worte, die ich spreche und mach so zu deinem eigenen Gebet. Gott wird es hören und er wird es ehren. Gott, du weißt, was in meinem Leben unfertig ist, unvollkommen. Du kennst meine Baustellen wahrscheinlich besser, als ich die selber kenne. Danke, dass du mich nicht aufgibst und danke, dass du mit mir an ein gutes Ende kommen wirst. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dir zu vertrauen. Amen. Also nimm das doch mit in die nächste Zeit, vielleicht auch so über diesem neuen angefangenen Jahr. Jeder von uns ist eine Baustelle, unvollkommen, unfertig. Aber das muss nicht so bleiben. Gott gibt dich nicht auf. Und ich bin gespannt, in welcher Baustelle deines Lebens du dir wünschst, Gott mehr vertrauen zu können. Und schreib mir doch mal, entweder in den Kommentaren hier zu dieser Echtzeitfolge oder per E-Mail an echtzeit@erf.de. Ich bin gespannt, freue mich, von dir zu hören. So, und jetzt gebe ich dir auf diese weitere Reise noch Gottes Segen mit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen.